Hallo, hier bin ich's wieder, oder ich bin's wieder mit einem neuen Video. Und zwar von meinem Wolfpack Trooper Scharfschütze. Fangen wir an. Erstmal mit der Figur. Und zwar sieht man ja einen Stormtrooper. Ist einer meiner älteren, also das die Figur habe ich schon etwas länger und ja, ich und die wird ja meine Sehne ein bisschen tamponiert, weil die ja schon total alt sind und ja, die und ja, bei dem habe ich mir gedacht, der sieht scheiße, der sieht, nee, kann ich sagen, ja, ramponiert aus und da habe ich mir gedacht, gut, dann mal mache ich, weil ich ja einen Wolfpack Trooper haben wollte, mache ich daraus einen Wolfpack Trooper. Ja, der Helm erstmal. Man sieht es hier rot. Hier, das ist rot, aber ich konnte nicht alles wegbringen. Hier an den Back, hier an der Unterseite alles grau. Dann hier habe ich so Augen hingemacht. Also, ja, Augen. Das Visier von dem, also das Gesicht war da schon, also mir auch nicht so gefallen und deshalb habe ich so nach einem Klonkrieger Kopf gemacht, Visier gemacht. Ja, hinten habe ich dann noch hier so einen schwarzen Strich und hier dann noch so eine Versenkung gemacht, dass die so aussehen. Ja, hier sind noch so Zähne. Ja. Schauen wir uns mal den Körper an. Ja, gelber Kopf hat er keinen mehr, aber ja. Hier, Beine sind schon detailliert gemacht. Hier, an der Seite. Habe ich mich bemüht, dass das ein bisschen gleich aussieht, aber hat nicht so ganz geklappt. Dann hinten, an der Seite und so, habe ich diese Beinschoner, also was diese Commander oder so haben. Ja. Dann der Körper ist ein Stormtrooper-Körper gewesen, der aber auch schon nicht mehr komplett war. Habe mir gedacht, okay, dann male ich hier so diese Bruder wie Brustplatten und mache dann hier noch ein bisschen farbig. Ja. Ist mir jetzt mal nicht ganz gerade geworden, aber was soll's. Ja, dann die Hände, die Armbemalung. Ja, kann man jetzt halt streiten, aber naja. Dann hier. Ja, komm schon. So, das ist ein Langstreckentransmitter, also da, das ist ja ein Sniper und die, ja. Damit kann er auf weite Strecken seine Männer anfunken. Ja. Und hier ist noch so Verpflegung drinnen. Gut, dann kommen wir mal zur Waffe. Das ist wieder mal ein Snipergewehr. Also, ich finde es so schlimm, wie ich Customs mache, so gut mache ich eigentlich diese Custom-Waffen. Das ist wieder entweder so ein Assault Rifle, wollte ich eigentlich vorher machen, aber. Jetzt sage ich, ja, Sniper geht auch. Hier ein Lichtschwerthalter. Habe ich jetzt für das Visier genommen. Hier noch. Hier ist ein Arm. So. Fände ich gut. Dazu kommen noch How to Builds. Also, wer sagt, die sieht gut aus, dann könnt ihr mir das schreiben. Und ja, dann mache ich auch Autobilds von denen, auch von der ersten Waffe von dem Scout Trooper, ja. Kommt auch noch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.